Das sind doch nur Knochen, oder? Die sind doch ausgestorben, oder? Ist okay. Okay, okay, hol das Stöckchen. Das heißt, dass du kennst dich mit Tieren aus. Wir haben zwei Katzen, einen Hund und ein Pferd. Aber was ist das? Okay. Okay. Oh, oh, schnell. Hey, komm, Mann. Schatz, er hat Zahnweh. Hat er? Die Zunge. Okay, Leute. Hier steht zwar No Entry, aber wir haben uns trotzdem reingewagt. Wir sind mitten im Urwald. Oh nein! Das erste Ungeheuer. Ein Spinosaurus. Uah! Boah, schaut euch das an. Oh, eine Schaffelzähne. Was haben wir hier? Ein Iguanodon. Aber da, ein Tyrannosaurus. Wir müssen leise sein. Ich gehe näher ran. Das ist ganz weich, die Haut. Boah, was für Krallen. Okay, wir gehen weiter. Ein Stegosaurus. Na? Oh, pass mal an, die Haut. Ein Pflanzenfresser. Er ist nicht gefährlich, Leute. Fass mal seinen Schwanz an. Den mit den Stacheln, ja. Und? Scharf? Okay, wir gehen weiter. Ein Triceratops. Mit seinen Babys. Die Babys kannst du anfassen, die tun nichts. Ein Maiasaurer. Geh mal näher ran, Schatz. Ich glaube, der tut nichts. Er hat Bauchweh? Ja, ich glaube, er hat Bauchweh. Oder ist er schwanger? Der Kollege ist schon ausgestorben. Wie fassen sich die Knochen an? Sind sie stabil? Stabile Knochen. Gut, stabil. Okay, wir haben hier ein paar geschlüpfte Eier. Wir müssen leise sein, Leute. Was ist das? Gefährlich. Kannst du hochdrücken? Boah, Alter. Ah. Gottes Willen. Hat er kräftige Beine? Was meinst du? Also viel kann mehr Beine als ich, also Leck Day hat er nicht verpasst. Er hat den Leck Day nicht verpasst. Einfach nur anheben. Das sah ich schon. Isometrische Kontraktion. Das letzte Exemplar, ein Parasaurolophus. Nein, nicht hier, da. Geh näher ran, Schatz. Geh näher ran, er tut nichts. Ha ha ha.